Um den letzten Rang zu bekommen, braucht er mehr als Robux. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer Folge. Heute sind wir wieder in Ninja Legends. Und ja Leute, heute schauen wir mal, wie viel Robux braucht man, um den letzten Rang aktuell zu erreichen. Und ich kann es euch jetzt schon sagen, Leute, das Update ist jetzt schon etwas lange draußen und ich habe den letzten Rang einfach immer noch nicht. Er kostet 1.6 QTU und ihr seht gerade, Leute, wir haben fast 1 SP in meinem Rucksack. Und das ist mehr als die Hälfte von dem, was ich insgesamt in meinem ganzen Leben gesammelt habe. Und das werde ich jetzt verkaufen mit all meinen Robux, die ich habe, sage ich mal, die ich für dieses Spiel ausgegeben habe. Werde ich das jetzt verkaufen und dann zeige ich euch, wie viel Robux braucht man, um überhaupt ansatzweise an den letzten Rang ranzukommen. Ohne, dass man jetzt den PC für 40 Tage laufen lässt, wenn überhaupt noch mehr, Leute. Wir sind gerade der Infinity Sensei. So, wir gehen jetzt hier hin und ich zähle gleich die ganzen Robux-Dinge auf, die ich habe. Aber davor, Leute, verkaufen wir das Ganze jetzt. Dafür gehen wir in den Store, kaufen uns 10-fach Cash. So, kaufen uns das hier. Bam, das kostet nochmal 90 Robux. Zack. Und jetzt Autosell nochmal für 30 Robux. Und Leute, wir werden den Rang immer noch nicht kaufen können, glaube ich. Bam. Wir haben 1.1 QTU. Das sieht schon mal schön aus, Leute. Leute, das reicht noch lange nicht, um den letzten Rang freizuschalten. Aber es ist schon mal knapp. Wir sind schon mal knapp dran, Leute. Und das ist schon mal gut. Ich stand jetzt für ein paar viele Stunden AFK. Ihr seht, wir haben jetzt 1600 Minuten gespielt. Und in der letzten Folge hatten wir, glaube ich, noch 1500. Also stand ich ungefähr 1000 Minuten AFK über die Nacht, über die Schulzeit. Und ich habe halt sehr viele Robux. Also ich habe halt sehr viele Game Pass und so, die mir halt helfen, diesen Rang zu bekommen. Und das haben halt die meisten von euch nicht. Deshalb wollte ich dieses Video mal machen und euch zeigen, wie unmöglich es eigentlich ist, ohne sehr viel Robux auszugeben, diesen Rang zu bekommen. Aber erstmal werde ich jetzt diese 14 Minuten meinen Booster ausnutzen, weil ich schmeiß keinen einzigen Robux weg, Leute. Das heißt, bis in 14 Minuten. Okay, Leute, der Boost ist jetzt fast aufgebraucht. Ihr habt das ja gerade sehr, sehr schnell zusammengeschnitten gesehen. Für euch war es nicht mal eine Minute. Für mich waren es jetzt 15 Minuten. Und ja, wir haben ein QTU, nee, nicht ein, sondern 0,01 QTU dazu bekommen. Das ist echt nicht so viel, aber es ist noch okay. Der Trick ist halt, Leute, für die Leute, die halt nicht so viele Game Passes haben. Und ich sage euch gleich auch, wie gesagt, wie viele Robux man ungefähr braucht, um überhaupt in die Nähe des Ranges zu kommen. Erstmal, Leute, bevor wir weitermachen, ich verlose in den Kommentaren 4 dieser Pets hier. Und ja, falls du eins davon gewinnen möchtest, schreib doch gerne einen netten Kommentar mit deinem Roblox-Namen. Like dieses Video, Leute, bei 1000 Likes verlose ich eins dieser Trainingspacks hier und bei 2000 zwei Stück. Und abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Und wäre auch cool, wenn du dieses Video hier mit deinen Freunden teilen könntest. So, Leute. Schauen wir jetzt mal. Und zwar, wir haben jetzt über ein QTU. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich auch hier irgendwo drauf sein. Schauen wir mal nach. So, schauen wir mal, schauen wir. Ein QTU. So, hier müssen wir irgendwo sein. Hier sind wir. Wir sind über Russo Place, Leute. Wir sind über Russo Place. Und ja, Leute, Russo Place hat ein bisschen mehr Robux als ich. Und ja, das macht mich gerade irgendwie glücklich. Ich muss davon mal ein Foto machen. So, davon habe ich jetzt ein Foto. Wir sind über Russo Place. Er hat über 1 Million Robux und kann sich auch natürlich in dem Fall auch 13 Mal dieses Pack hier kaufen. Was in 2 Tagen übrigens abläuft, Leute. Dann kommt ja wahrscheinlich ein neues Pack. Es kann aber auch passieren, dass dieses Pack ein bisschen überläuft. Das heißt, dass es noch länger als 2 Tage hält. Weil ich glaube, sie haben jetzt extra so viele Ränge reingemacht und einen teuren, damit sie halt dieses Wochenende kein Update rausbringen müssen. Ich bin mal gespannt, ob vielleicht ein kleines Update kommt oder vielleicht ein großes. Ich denke aber mal eine neue Insel oder so wird es nicht dazu kommen. Vielleicht ein neues Egg und vielleicht auch hier dieses Ding, dieses Coming Soon Ding.
Ja, Leute, dieses Coming-Soon-Ding kommt vielleicht dazu. Auf jeden Fall, Leute, ich habe euch ja gerade einen Trick gezeigt. Und zwar habe ich meinen Backpack ziemlich voll gemacht mit dem besten Backpack im Spiel. Ich kaufe mir mal hier gerade alles. Mit dem besten Backpack könnt ihr 800 SE speichern. Und das ist, ihr seht ja, wir hatten gerade mal 900 SE. Und ihr seht, wie viel Geld wir bekommen haben. Und ich habe echt ziemlich lange gebraucht, um den voll zu machen. Jetzt habe ich natürlich noch einige Vorteile. Und die zeige ich euch hier eben jetzt. Ich habe halt einmal dieses Pack hier. Und dieses Pack kostet 2500 Robux. Das haben halt die wenigsten von euch. Das heißt, da habt ihr schon mal einen Nachteil. Hätte ich dieses Pack zweimal, dann hätte ich jetzt schon genug Geld, um mir den Rang zu kaufen. Weil ich dann halt dieses krasse Pad doppelt hätte. Und ich zeige es euch eben. Dieses Pad hier, das ist schon ziemlich stark. Und die anderen hätte ich auch noch. Und dann hätte ich auf jeden Fall den Rang jetzt schon erreicht. Aber ich habe es halt nur einmal. Und einmal ist schon mehr als kein Mal. Das heißt, ist auf jeden Fall schon ziemlich gut. Zudem habe ich ja noch eben fast alle Game Passes und halt noch diesen Trick mit den 10-fach Coins, weil ihr seht ja, Leute, wir haben gerade das 100-fache Event und 100 mal 10 ist, wie ihr wisst, 1000. Und wenn ihr dann noch einen 75-fachen Coin Boost habt, weil ihr in der Training Zone trainiert, da gibt es ja diesen 75-fachen Coin Boost, wenn ihr Autocell kauft, habt ihr dann einen 75.000-fachen Multiplikator. Und das ist schon echt krass. Und ohne das schafft man es auch gar nicht. Soweit. Und ja, natürlich habe ich auch noch hier die ganzen Gamepässe, wie zum Beispiel, welche wichtig sind, sind 3 Pet-Slots, 2x Coins, 2x Ninjutsu, Faster Sword, Infinite Ninjutsu ist gerade nicht so wichtig dafür gewesen, 4 Pet-Slots und 2 Pet-Slots, das sind die wichtigsten, also 3 Pet-Slots, 2x Ninjutsu, 2x Coins, Faster Sword, 4 Pet-Slots und 2 Pet-Slots, die Pet-Kapazitäten und so und Speed und so. Sind eigentlich unnötig, weil die bringen dir nichts, was Geld und so angeht. Und Ninjutsu, bei zweifach Ninjutsu kriegt man halt zweifach Ninjutsu. Das ist halt echt gut bei zweifach Coins oder mal Coins. Das wäre dann ein Multiplikator von 4. Und das ist nicht gerade schlecht. Der Rang, der hat dazu jetzt nichts ausgemacht. Also, der Rangmultiplikator ist ganz gut. Hier, der ist ja gerade bei dem hier 52 Millionen. Und da unten steht es auch nochmal. Das ist nicht schlecht, aber das hilft dir beim Trainieren nichts. Leute, was auch krass ist, ich hatte die ganze Zeit, ich habe das in verteilten Tagen gefarmt. Und ich war halt die ganze Zeit so. Ah, Mist, Leute. Nicht, dass ich aus Versehen hier auf diesen Sell-Knopf drücke und dann ist all das Gesparte weg. Weil das Gesparte muss man ja natürlich dann in der Zone verkaufen mit den ganzen Boosts hier. Leute, diese Booster hier kosten insgesamt 120 Robux. Und das habe ich für dieses Geld hier schon mindestens zweimal gemacht. Einmal in der letzten Ninja Legends Folge und einmal jetzt. Und die ganzen Gamepässe sind natürlich auch teuer. Also das Ding hier kostet 2500 Robux. Dann können wir hier mal gucken, Leute. Ich sagte, zweifach Ninjutsu kostet nochmal 300. Das hier nochmal 300. Haben wir schon mal 600. Faster Sword 500, das ist 1100. Dann noch vierfach Pet Slots sind 500, sind 1600. Dann noch zweifach Pet Slots sind 300. Leute, das sind dann 1900. Plus dreifach Pet Slots nochmal 400. Das sind dann 2400 Robux nochmal extra für die Pet Slots. Und nochmal 2500 für dieses Pack hier. Und dann nochmal 300 für die Booster. Und Leute, das sind dann insgesamt über 5000 Robux. Und das sind über 50 Euro und ich glaube nicht, dass jeder so viel von euch bezahlen will, nur um den letzten Rang zu erreichen. Natürlich, Leute, der letzte Rang ist cool, aber es ist, finde ich, jetzt nicht so wert dafür. Die Ränge hier zu erreichen ohne die ganzen Dinger ist noch machbar, aber auch schwierig, vor allem der Infinity Sensei. Aber, Leute, das ist halt einer der letzten Ränge und dann seid ihr halt einer der letzten Ränge, wenn ihr das habt. Aber, seitdem, Leute, habt ihr mal Bock, dass ich eine Free-to-Play-Serie mache, also wo ich einen neuen Account erstelle, keine Robux dafür ausgebe und versuche, irgendwie ein Element oder sowas zu bekommen. Habt ihr da Lust drauf? Wenn ja, dann stimmt doch jetzt mal oben rechts beim i ab. Drückt einfach auf ja, falls ihr da Bock drauf habt. Und ja, falls euch das Video bis jetzt gefallen hat, könnt ihr auch gerne ein Like da lassen. In meinem Discord-Server joinen. Leute, die Pets sind natürlich dermaßen gut, aber in 2 Tagen soll anscheinend ein neues rauskommen. Ich bin mal gespannt, weil es war schon mal so, dass einfach kein neues rausgekommen ist. Da war dieser Countdown hier. Der war nicht time left 2 Tage, da war minus 3 Tage oder so. Also der ist ins Minus gegangen. Und, Counter, die ins Minus gehen, sind jetzt nicht gerade so schlau. Aber die haben halt das Update ein bisschen verschoben. Mal schauen, ob ein Update kommt. Hier kriegen wir auf jeden Fall ordentlich Gems raus, Leute. Ja, diese Booster sind schon ziemlich cool vom Elementen und vom Rang. Die Pets sind auch ziemlich gut natürlich, aber wie gesagt, kostet alles eine Menge Robux. Sammeln wir noch hier das Karma ein. Leute, ich versuche mal diesen Rang hier noch zu erreichen, bevor ein neues Update kommt, bevor es noch einfacher ist, diesen Rang zu erreichen, weil zurzeit haben nur 82 Leute diesen Rang und den Rang, den ich gerade habe, nur 500 Leute und 82 Leute. Da gehöre ich bald auch noch dazu. Ich werde den noch versuchen zu erreichen, bevor der 100. es geknackt hat. Vielleicht bin ich ja der 100., der diesen Rang bekommt, weil ihr seht, wir haben es fast. Ich muss nur noch eine Nacht oder sowas farmen, dann werde ich es haben. Dann muss ich mir natürlich nochmal die Booster kaufen. Aber Leute, ich bin auf jeden Fall hier über Russo und das freut mich natürlich sehr. Ja, das ist ziemlich cool. Aber ich war schon öfters über Russo. Das ist jetzt nicht das Ding.
Leute, dann würde ich sagen, ich habe euch das Videoinhalt jetzt erklärt, erzählt. Es ist momentan unmöglich, als Free-to-Play-Spieler oder auch nur mit ein bisschen Robux den letzten Rang zu bekommen, weil selbst ich habe ihn noch nicht, obwohl ich mehrere Robux dafür verwendet habe. Würde ich sagen, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr mich unterstützen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Und ja, joint meinen Discord-Server, joint meine Roblox-Gruppe und macht gerne beim Pet-Gewinnspiel mit. Ich habe ja eben erklärt, wie. Würde ich sagen, haut rein und ciao, Leute.